Bravo, bravo. Foda-se. É? So, zum Radsport bin ich gekommen, da war ich so 11, 12 Jahre alt. Da hat mein Vater ja sehr viel trainiert eigentlich und hat dann auch an so Radmarathons, Granfondos und so weiter teilgenommen. Nicht professionell, aber hobbymäßig. Und ja, es war dann eigentlich so auch im Laufe von dem Radsport-Boom, sage ich mal, der da aufgekommen ist, auch im deutschsprachigen Raum. In Deutschland auch mit der Tour de France, auch durch Gerdemann und in Österreich auch durch Bernhard Kohl. Das, was man sieht, sind die Rennen. Aber gehören dann noch viel, viel, viel mehr dazu, zu dem Job, den man da machen muss, um, mit dem man sein Geld verdient im Endeffekt. Man muss schauen, dass man zu jedem Rennen gut vorbereitet kommt, man muss viel trainieren. Aber auch abseits vom Rad gehört viel dazu. Also da gehört auch Dehnen, Mobilisation, sich fit zu halten dazu und natürlich auch die Regeneration. Auch Ernährung spielt natürlich auch ein großes Thema und das sind alles Sachen, die man ja, in den Einklang bringen muss, damit man dann bei den Rennen auch fit ist. Das Material von Polartec, das funktioniert, denke ich, sehr gut. Also wir haben ein Summer Jersey. Es ist sehr angenehm, auch bei warmen Temperaturen kann man auch ohne Unterhemd fahren. Aber speziell jetzt im Regen, so wie gestern hier in Bormio, hatten wir, ja, das Wetter hat uns nicht so reingespielt. Und ja, war so 11 Grad und Regen und da waren wir dann auch schon froh. Wir haben doch recht gutes Material fürs Regen, das hält recht gut die Nässe ab. Und das muss ich auch sagen, sehr, sehr warm. Ja doch, also die Stimmung ist schon recht gut, würde ich sagen. Es wird natürlich immer mehr. Es ist noch ein recht junges Team, da gibt es noch nicht lange. Erst letztes Jahr auch gegen Ende Saison so richtig angelaufen alles. Und klar gibt es da Schwierigkeiten. Also ist ja auch nicht so, dass man eine Firma gründet und dann von heute auf morgen schon zu den Weltmarktführern gehört. Also das ist ja, braucht ja auch alles Zeit. Aber ich denke, für das, was wir bis jetzt erreicht haben, ist die Stimmung auch recht gut.